Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, hier haben wir wieder in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle den Mythic Bob. Gucken wir mal in den Shop rein. Hier ist das Mythic Bender Pack mit Children's Author. Henry Haber, die Beta, Steve Smith und Hank Hill, das habe ich bereits vorgestellt. Auf jeden Fall ziemlich geil. Dann haben wir diese Obedience Box. Die ist auch sehr interessant. Auch wieder Bill Daughtry mit dabei. Quahog Preschool und so weiter. Obedience School Brian, auch nicht schlecht. Also für Dr. Amy Wong, gute Karten, definitiv. Gehen wir gleich in die Meisterschaft rein. Ja, und da haben wir dann auch schon die erste Zoidberg-Kombo, die richtig stark ist. Mal hier. Das ist der Trippy Zoidberg. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben Trippy Zoidberg, also beziehungsweise Dr. Zoidberg. Gehen wir runter zum Mythic. Mit Prescription Weed beispielsweise. Chinchilla Addict Wayne. Leon Petard. Da kommt auf der rechten Seite dann sowas bei raus hier. Ne? Mit viel Leech, viel Motivieren und viel Gas. Ist auf jeden Fall mega stark. Und jeder, der den Dr. Zoidberg hat und eine dieser Drogenkarten, sollte sich jetzt überlegen. Also, ich meine, normalerweise sage ich das nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, diejenigen, die einen Zoidberg haben, den Mythic Zoidberg, sind auch welche, die Geld reinpayen. Die können sich jetzt auf jeden Fall überlegen, ob sie da die Combo dann auch noch holen. Die ist nämlich echt ziemlich stark. Also was heißt holen? Pushen. Dann kommen wir jetzt zum Peter Copter Down. Und Peter Copter Down ist jetzt weniger interessant. Also es ist eine. Ist schon interessant, weil. Ups. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon nie gesehen haben. Das ist der Peter hier mit Peter Copter. Und dann kommt eben diese Karte da hinten raus. Völlig uninteressant. Ist auch die einzige Kombo-Möglichkeit, die es dafür gibt. Dann kommen wir zu Samantha. Ja. Samantha, eine der wenigen Karten, die es eben nur in Grau aktuell, also beziehungsweise der Charakter, das ist der Mord, den gibt es halt nur in Grau aktuell noch als Common. Dann kommt da hinten die Samantha raus mit Revanche und Leech. Das ist jetzt auch nicht so der Oberbringer. Aber ich kann mich erinnern, ich habe den Mord auch eine gewisse Zeit lang gerne gespielt. Da gab es ja noch dieses Dinner-Theater. Wie hier Morschen, genau. Lass uns da mal kurz reinschauen. Nur mal so ein bisschen Erinnerungen. Dinner-Theater, genau, das fand ich damals ganz cool mit dem Gas und mit Cripple All. Das war es dann eigentlich auch schon fast. Also viel mehr Kombos gibt es eigentlich kaum beim Mord. Dem hat sonst kaum einer weiter auseinandergesetzt. So. Also, der Mord ist uninteressant. So, und dann haben wir hier aber eine Kombo, dann die ist richtig geil. Die ist richtig geil. Also da, wer den Stan in Mythic-Version haben sollte. Jetzt zuschlagen, Leute, der Drunk Stan ist halt echt geil. Du hast hier Quad-Fuse mal das ganze Ding mal maxen. Hier ist es jetzt nicht so stark, eben mit dem normalen Stan und der Powtucket Patriot Ale. Ist natürlich schon in den Anfangsregionen schon ganz interessant, nur, aber das Problem am Stan, an diesem epischen Stan ist einfach, oder Epic Stan, dass der nur 19 Leben hat und das ist halt nicht viel. Das ist ruckzuck down. Also sehr uninteressant. Dafür haben wir hier aber dann diese Mythic-Version. Und wenn wir die jetzt mal uns anschauen. Mythic Stan. Gut, jetzt habe ich es gemaxt. Müssen wir hier, für diese Version müssen wir wieder so in, ungefähr. So, und dann haben wir hier eine 18er Mauer, 17-fach Punch und 13-fach Grace, 24 Angriff, 67 Leben. Und da macht das Ganze dann doch schon viel mehr Spaß. Dann hättest du, wenn du da 10% überall drauf rechnest, hättest du 20er Mauer, hättest du 19-fach Punch und 14 Grace. Du hättest 26 Angriff und
74 Leben. Und das bei nur 10% drauf. Also auf jeden Fall eine Kombo, die schon sehr, sehr interessant ist. Es ist jetzt nicht, ist jetzt kein First Hitter. Dazu reicht es nicht ganz. Wobei wir kommen auch hier auf über 40 Angriff. Also im ersten Step. Im zweiten hätte man dann gleich noch viel mehr. Also ist, ja gut, mit der Pawtucket Patriot Ale und dem Mythic Stan könnte es schon ein First Hitter sein. Spätestens nach dem zweiten Schlag ist er dann durch. Ja, also, zuschlagen, Leute. Wer den Mythic Stan hat, zuschlagen. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Ne? Das wiederhole ich mich irgendwie. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rodan. Mit mir nehmen wir gleich auch rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.